Die Corona-Maßnahmen in China werden immer dramatischer. Bilder aus der Stadt Xuzhou im Osten des Landes zeigen einen Trupp Pandemiehelfer in Schutzanzügen. Die Männer versprühen in einer privaten Wohnung Desinfektionsmittel. Der Boden ist nass, alles wird reichlich eingesprüht. Dabei werden auch verpackte Lebensmittel aus dem Kühlschrank genommen und entsorgt. Rücksicht auf Schäden an Möbeln oder Elektrogeräten, Fehlanzeige. Die Maßnahmen sind unfassbar rigoros, der totale Eingriff in die Privatsphäre. Als dreiste Wiedergutmachung erhalten die Bewohner dann einen Beutel mit Desinfektionsmitteln. Die Propagandaabteilung des Kreises erklärt, dass die Aktion auf Grundlage der lokalen Anti-Pandemie-Politik durchgeführt wird. Das Verfahren folge den Anweisungen von Experten. Chinas Behörden versuchen seit Wochen, Corona-Ausbrüche in verschiedenen Großstädten mit drastischen Lockdown-Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Unverständlich, die Behörden in Shanghai haben die Antivirus-Beschränkungen trotz rückläufiger Infektionen erneut verschärft. Zuvor hat die Stadt bereits eine einmonatige Abriegelung hinter sich. Die Null-Covid-Strategie der Kommunistischen Partei scheint starr und nicht mehr zeitgemäß. Doch Präsident Xi Jinping hält weiter an ihr fest. Trotz dramatischer Auswirkungen auf die Wirtschaft.